Mein Kollege Peter Wilke hat den ganzen Tag die rund 80 Demonstrationen in Berlin begleitet. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Peter, wir wollen vor allem über die Demonstration auf der Straße des 17. Juni sprechen. Was spielt sich jetzt dort gerade ab? Ja, Patricia, wir stehen direkt vor der Bühne hier auf der Straße des 17. Juni, wo die Organisation Querdenken 711 heute zum Protest aufgerufen hat. Jetzt in den letzten Minuten ist es hier ein bisschen lauter geworden. Die Polizei ist nämlich auf die Bühne getreten, hat zuerst die Personen auf der Bühne dazu aufgefordert, die Bühne zu verlassen. Und da die Personen dieser Aufforderung nicht Folge geleistet haben, ist die Polizei dann dazu übergegangen, die Person von der Bühne zu tragen. Außerdem baut sich die Polizei in schwerer Montur dort vorne vor der Bühne auf, fordert die Demonstranten hier immer wieder dazu auf, den Ort zu verlassen, weil die Kundgebung aufgelöst wurde. Die Personen wollen der Aufforderung aber nicht Folge leisten. Sie skandieren: Wir bleiben hier, wir bleiben hier, und wollen eben hier bleiben. Vorhin saß auch eine ganze Menge der Menschen. Ja, und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich, wenn die Personen nicht von alleine hier weggehen, wird die Polizei auch alle Personen hier vor Ort wegtragen. Ja, auf der Bühne wurde ja auch genau das gefordert, gegen das die Demonstranten sind, nämlich Abstand halten und eine Maske tragen. Ist denn überhaupt irgendjemand diesen Forderungen der Polizei nachgekommen? Nein. Auf gar keinen Fall. Also auf der Bühne von den Veranstaltern wurde noch mehrmals gesagt, ja, haltet Abstand. Von der Maske wurde da gar nichts gesagt und trotzdem wurde sich da nicht dran gehalten. Man hat so ein bisschen versucht, den Abstand anzuhalten, aber wirklich ernst zu nehmen war das nicht. Und Maske auf gar keinen Fall. Wenn wir als Reporterteam auch zu vielen Demonstranten kamen und eine Maske auf hatten, wurde zu uns gesagt, zieht die Maske ab, so rede ich nicht mit euch. Also hier absolute Anti-Haltung gegenüber der Maske. Rund 1500 Beamte sind ja heute in Berlin im Einsatz. Wie ist deine Einschätzung? Wie fühlt sich die Stimmung an? Wie wird es dort jetzt weitergehen? Ja, die Stimmung war den ganzen Tag über eigentlich absolut friedlich. Die Menschen begannen halt unter den Linden hier durch die Stadt zu ziehen und da war auch nicht besonders viel Polizei. Die Polizei hatte auch keine Helme oder sonstige Montur an und begleitete die Demonstration eigentlich nur, hielt den Weg frei. Jetzt in den letzten Minuten wird es hier ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver. Die Polizei fordert halt immer wieder dazu auf. Die Menschen wollen dieser Folge nicht leisten lassen, skandieren zurück und es lädt sich ein bisschen mehr auf in den letzten Minuten. Wie es jetzt weitergeht, müssen wir halt in den nächsten Minuten schauen. Ein paar Demonstranten sind, auch nachdem die Polizei die Bühne geräumt hat, in diese Richtung, Richtung Reichstag gelaufen und stürmen dort jetzt die Reichstagswiese direkt vor dem Reichstag. Und da sind dann auch entsprechend viele Polizeikräfte hinterhergerückt. Im Vorfeld haben ja auch mehrere Neonazi-Organisationen dazu aufgerufen, an dieser Demonstration teilzunehmen. Was konntest du da beobachten heute? Ja, das konnten wir tatsächlich auch beobachten. Es waren berühmte Personen der Neonazi-Szene auch Teil dieser Demonstration. Zwar haben die Demonstranten, während sie durch die Stadt liefen, immer auch alibimäßig gerufen, Nazis raus, jedoch war nicht zu übersehen, dass auch Rechtsextreme und Nationalisten Teile dieser Demonstration waren. Es waren Reichsfahnen zu sehen. Ich habe auch gehört, wer Deutschland nicht liebt, muss Deutschland verlassen. Also das war auch Teil dieser Demonstration und das ist nicht zu übersehen. Peter, vielen Dank für deine Einschätzungen soweit.